Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Wir haben das letzte Mal Sima Ultima ziemlich böse zerstört, was mir sehr leid tut, auch weil wir sind einfach zu krass überlevelt. Und ansonsten sind wir jetzt auf dem Weg, Sin bzw. Yu Yevon zu vernichten. Und bei dem Kraftpotenzial, das wir haben, wird er auch sicherlich vernichtet. Nein, nicht Morbul. Den versuche ich jetzt so schnell wie möglich zu zerstören, bevor er mich zerstört. Einmal 40.000. Danke. Morbuls sind halt wirklich dumme Gegner. Das ist unglaublich, wie witzlos diese Gegner sind. Ah, stimmt, ich mache hier keinen Schaden daran. Versuchen wir es mal mit Sanctus. Ja, ich glaube 80.000 Schaden funktionieren. Gehen wir nochmal aufs Vero-Brett. Nein. Wie gesagt, ich meine, es wäre nicht nötig. Nachdem unsere Charaktere eh schon so hart überlevelt sind. Aber wir haben ja die Level. Also, warum nicht ausgeben? Ob wir nur einmal zu krass sind oder nicht. Oder ob wir noch krasser werden, meine ich. Das ist halt auch gehuppt wie gesprungen. Halt. Hier ein Kraftspheroid. Was ist hier eigentlich? Gehklau. Level 1 Sphäropass. Level 1 Sphäropass. Level 2 Sphäropass. Dann kriegt wenigstens Lulu die Fähigkeit Gilklaw. Ah, scheiße, da ist hart verkackt. Benutzen. Dann kann Lulu wieder hier hin. Level 1, Sphäropass. Alter, kann sie sich auch schon mal weiter bewegen. So, und dann lernen wir hier noch ein paar Dinge. Hey, Lulu beherrscht jetzt den Wunderhieb.
Weil Lulu auch unbedingt den Wunderhieb braucht, ne? Ich meine, so oft wie sie das casten würde, ne? Ist schon verständlich. Was ist dort eigentlich hinter den Level 4 Sveropässen verborgen? Was steht hier in der Mitte? Das wüsste ich gerne. Ultima. Ja, Ultima will ich haben. Was auch immer Ultima kann. Ich weiß es nämlich nicht. So, Ultima ist eine Schwarzmagie. So, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hoch. 3 Kraftsphäroinen brauche ich hier, ne? So, dann kann ich jetzt Yuna mal bewegen. Wir sind jetzt wahrscheinlich den Rest der Folge hier im Sphero-Brett. Also ohne Scheiß. Wir haben jetzt halt so viele Level zu verteilen. Wobei, na obwohl, nee. Das ist schon sinnvoll, weil von hier aus kann ich, glaube ich, immer noch zum Luftschiff zurückkehren. Also insofern sinnvoll, weil ich ja mit dem letzten Spielstand vor dem Point of No Return noch die ganzen großen Dinger legen will. Ability Spheroid. Level 1 Sveropass. Analyse. Also ist Yuna auch hier angekommen. Sehr schön. Die schwarze Magie, hat Yuna die komplett durch? Ja, sieht so aus. Wobei, ich kann hier rein, hier rüber. Da ist das Feld noch ein bisschen aufräumen. Das heißt, ich gehe erstmal hier oben lang. Und räume das Feld dann so mehr oder weniger von hinten auf. Dann kann Yuna jetzt auch Ultima. Ich weiß halt immer noch nicht, was es tut, aber gut. Mir gehen übrigens schon wieder die Kraftsphäroiden aus. Ha, da oben brauche ich nämlich einen Wundersphäroid. Ah, dann setze ich gleich mal wieder Vita ein. Ehe mich hier irgendwas umboxt. Wie zum Beispiel das Ding. Probieren wir mal Ultima. Also es ist der schwarze Sanctus. Okay, Lulu hat damit 43.000 Schaden gemacht.
Wie viel macht Yuna? ...32.000. Also, Lulu ist immer noch die stärkere Schwarzmagierin. Ah, stimmt. Der lässt ja ein Inferno runterregnen. Ah, ich vergaß. So, Weißmagie. Vigra. Erstmal auf Lulu. Oh, Lulu mit 71.000, genau. 7.100 Lebenspunkten, das ist süß. Spezial. Hades Magie. Achso, nee, mit Hades Magie kann ich ja nur Schwarze Magie casten, stimmt. Ach, okay. Flair ist Single-Target, Ultima ist Multi-Target. Damn, damn, ja. Waka, waka, Halt dich bitte mal selber, Yuna. Go, heal yourself. Und wie viel macht Lulus Sanctus? Ja, 32.000, also so viel wie Yunas Ultima. Zumindest wie Yunas Ultima am vorigen Gegner. Ich weiß ja nicht, wie viel es hier jetzt machen würde. Wahrscheinlich 22.000 oder so. Na toll, ein Labyrinth. Probieren wir es jetzt mal andersrum. Probieren wir es jetzt mal mit Sanctus. Und also für Schaden ist Lulu immer noch die erste Wahl. Holy fucking hell. Au. Okay, da komme ich nicht runter. Ein Hinterhalt, natürlich. Ja, gut. Der ist ja anfällig gegen Sanctus. Deswegen mache ich da einfach mal kurz einen Prozess. Und blaste den aus dem Leben. Mit 59.000 Schaden. Ach, schön. Sanctus ist halt ultra witzig, finde ich. Also, da komme ich nicht runter. Muss ich irgendwie hier hochgelangen. Nee, Panzerbrecher. Das ist es. Dann probiere ich mal Hades Magie Ultima aus. Das andere hat ja gerade, glaube ich, in den 20ern Schaden gemacht. Mal sehen, wie viel Schaden Ultima ich jetzt macht. Und
Und da habe ich gerade aufs Handy geschaut. Ich bin echt gut. Weißt du, ich mache die Scheiße, um zu testen, wie viel Schaden Ultima macht. Und guck währenddessen aufs Handy. Ich bin so eine Pfeife. Ja. Dann kann ich jetzt Ultima aber mal auf beide Gegner casten. Ist doch auch schön. Ah. Sehe ich den Unterschied zwischen beiden erst. Der eine hat das Schwert, der andere hat eine Keule. Oh. Ich glaube, ich brauche nicht doppelt Ultima casten. Ja, ne. Dann mal wirklich kurzen Prozess. Also mit Lulu würde ich mich jetzt nicht mehr anlegen. Ganz ehrlich. Weißt du, kommt hier doof? Ultima. Ah, scheiße, da werde ich angerufen. Ha, da muss ich auch demnächst die Folge beenden. Das trifft sich aber sehr gut. Hier ist ein Speicherpunkt. Dann ja, wird die Folge heute mal ein bisschen eher beendet. Und dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.